Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum Vortrag von Herrn Professor Sachs-Lehner, der heute seinen dritten Vortrag zur Geschichte halten wird. Sie kennen ihn gut, ich werde nur ganz kurz ein paar Worte zum Herrn Sachs-Lehner sagen. Er hat sich in den letzten 15 Jahren sehr verdient gemacht um die Geschichte des Hauses, hat sich der historischen Sammlung angenommen. Die historische Sammlung ist ja wird er jetzt wunderschön präsentiert aufgrund der Mittel der Fakultät, die in einem Investitionsprojekt dann die Schaukästen bereitgestellt hat. Und es ist wirklich ein etwas, was man herzeigen kann und sehr verdienstvoll, dies jetzt in einer so ansprechenden Form präsentiert zu bekommen. Herr Sachs-Lehner hat auch die Vorlesung Geschichte der Physik. Und natürlich ist es interessant, die gesamte Geschichte des Hauses zu sehen. Die ersten beiden Teile haben wir schon gehört. Heute geht es um den dritten Teil, um den relativ gesehen neueren Teil der Zeit ab 1920. Und Franz, bitte um deinen Vortrag. Ja, danke Herwig für diese Vorstellung. Ich freue mich, dass wieder sehr viele Zuhörer gekommen sind. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Und ja, ich habe so viel Material, dass ich am besten gleich beginne. Wir haben die Zeit von 1920 bis heute. Ich werde natürlich auf die frühere Zeit ein bisschen mehr Gewicht legen. Ich gebe einen Überblick, dann die Neuordnung der Institute 1920, da wurde die Bibliothek dann im Prinzip gegründet. 1920 bis 1938 war irgendwie so eine geschlossene Zeiteinheit, wo es wirtschaftlich und politisch auch nicht zum Besten war. Ich behandle die Institute, die es damals gab. Die Zeit von 1938 bis 1945 war natürlich ganz arg, sozusagen eine Zeit der Gräuel und der Barbarei. Die Nachkriegszeit ganz kurz, die 1960er und 1970er Jahre, die jüngste Zeit, da verstehe ich dann so die Zeit, wo es dann die moderneren Institutsbezeichnungen gegeben hat. Und zum Schluss gibt es noch eine Reise zu den Atomen. Für das Vortragsmaterial muss ich danken dem Herrn Dr. Tilgner, der Zentralbibliothek, speziell Herrn Diplom-Ingenieur Graf, dann Walter Kutscherer, Christel Lang-Stadlinger für die vielen Institutsberichte, Andreas Pavlik und natürlich Clemens Mangler und Janik Meyer und seine Mitarbeitern für den letzten Teil, für die Reise zu den Atomen. Wir beginnen jetzt hier, das andere haben wir schon, das waren zwei Vorträge, der erste eben bis 1850, der zweite 1850 bis 1920 und jetzt das, was hier eingekastelt ist. Ich weise darauf hin, das Radom-Institut ist ein Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, damals Kaiserliche Akademie noch. Hier wird es dann zum Teil Universitätsinstitut. Und ab 1987 wird es dann das Institut für Mittelenergiephysik und 2004 das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik. Diese beiden letztgenannten Bezeichnungen, die bleiben sozusagen, also das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik bleibt bei der Akademie, nur das Institut für Isotopenforschung und Kernphysik geht natürlich an die Universität und kommt in die Fakultät für Physik. Ja, auffallend ist hier ein sogenanntes drittes physikalisches Institut. Das werden wir gleich sehen, welche Bewandtnis es da hat. Ja, wir haben hier drei Zäsuren, diese dicken blauen Linien. 1920 beginnen wir mit der Neuordnung. Hier ist der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. 12. März 1938 und hier dann das Ende des Zweiten Weltkriegs. Auffallend ist, dass in dieser Zeit 1938 bis 1945 die Institute von anderen Personen geleitet werden,
die sozusagen dem politischen Regime genehm sind oder halt nicht auffallen. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg kommt teilweise die alte Mannschaft zurück. Schweidler ist hier und hier in dieser Zeit, 1935 bis 1939, macht man ein vereinigtes erstes und zweites physikalisches Institut. Und hier von 1943 bis 1945 vereinigt man die theoretische Physik, das zweite physikalische Institut und das Radiuminstitut zum Vierjahresplaninstitut für Neutronenforschung, das Georg Stetter leitet. Zur Neuordnung 1920. Franz Serafin Exner geht in Pension. Ehrenhaft ist ein sehr aktiver, umtriebiger Professor und wäre eigentlich der Nachfolger gewesen, wenn er nicht dauernd nur die elektrische Elementarladung feststellen wollte. Und daher hat man eben Leute gefragt, auch den Einstein und andere, was sollen wir tun? Und auch Einstein hat vorgeschlagen, er ist so aktiv, man muss ihm einen Forschungsbereich geben, und so hat man ihm dann letzten Endes das dritte physikalische Institut gegeben, und Nachfolger Exners wurde Gustav Jäger. Da hatte man natürlich jetzt die Ressourcen zusammenführen müssen. Jedes Institut hatte eine eigene Bibliothek, das dritte hatte keine. Daher war die Idee, eine gemeinsame Bibliothek zu machen. Man hat das auch irgendwie beschlossen, aber nicht oder kaum realisiert. Erst 1930, 1931 wird die Bezeichnung Zentralbibliothek der Physikalischen Universitätsinstitute verwendet. Und die wirkliche Gründung der Zentralbibliothek erfolgt erst 1946 durch Robert Korher. Und dann wurden wirklich die Bibliotheken des ersten und zweiten Physikalischen Institutes und der Theorie zusammengeführt. Von Ehrenhaft stammt auch der berühmte Ausspruch, nicht? Ein Theoretiker braucht nur den Bleistift und sein Zimmer. Ja, 1921 hat Einstein Wien besucht. Hier sitzt er neben Ehrenhaft. Hier ist Ehrenhaft. Das ist eben im heutigen Auer von Welsbach Hörsaal, Hörsaal 1 des Zweiten Chemischen Institutes damals. So, jetzt eine Stichprobe. Wie schaut es mit der Lehre aus? Sommersemester 1923-24 musste dem Finanzministerium ein Bericht vorgelegt werden. Das ist nach Walter Höflechner, wurde erst 1925 vorgelegt. Erstes Institut, 435 Studierende, eine ganze Menge. Theorie 24, zweites 96, drittes 91, insgesamt 646 Studierende. 18 Akademiker, 4 davon Professoren, 4 Hilfsassistenten, das heißt 10 wirkliche Assistenten und 4 Professoren. Also 4 Professoren, 10 Assistenten haben das geschaukelt. Auch das Anfängerpraktikum, das war ganz schön besucht. Die Teilnehmerzahlen haben sich vervierfacht von 1926 bis 1930. 200 Teilnehmer 1929. 1934 240 Teilnehmer, man machte 5 Kurse zu jeweils 50 Studenten und in Dreiergruppen. Also Probleme hatten die Leute damals, die haben wir heute auch. Nun zum Institut für Theoretische Physik. Hans Thiering war hier der Leiter, wobei man sagen muss, eine Folge der Neuordnung war ja auch, dass eigentlich das Institut für Theoretische Physik formal abgeschafft wurde. Es blieb nur eine Lehrkanzel. Man hat es aber nicht wirklich durchgezogen. Und so kann man also sagen, Thiering war der Vorstand des Instituts für Theoretische Physik. Er war ja durch den Lense-Thiering-Effekt schon lange bekannt und ein Freund Einsteins. Thiering hat sich auch mit technischen Dingen beschäftigt, den Selenzellen. Er hat Tonfilmpatente gemacht, zum Beispiel die österreichische
Selenophon-Gesellschaft hat gemeinsam mit dem Generaldirektor der RAWAG, der Oskar Czeja war das, haben sie eben Tonfilme gemacht. Dann ist allerdings das vom amerikanischen Tonfilm irgendwie dann überdüncht worden und das österreichische Patent konnte sich nicht durchsetzen. Außerdem, ja, der Flattermantel, den zeige ich gleich, und er hat dann in der NS-Zeit auch bei der Firma Elin Zyklotronmagnete entworfen und ist dann später noch zur Firma Siemens und Halske und hat sich mit Radarwellen beschäftigt. Und das war auch der Grund, dass Diering, der ein erklärter Pazifist war, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, so wie der Georg Stetter, der nachweislich Kriegsforschungsaufträge gemacht hat, auch vom amerikanischen Geheimdienst angeschaut wurde, nicht? Diering und Stetter, die haben sozusagen Kriegsforschung betrieben, weil eben diese Firmen mittelbar verbunden waren mit den Kriegsforschungsaufträgen. Personal gab es Friedrich Kottler, Otto Halpern, Emil Kohl, das ist schon ein älterer gewesen, Ludwig Flamm, Hugo Sirk, Arthur Erich Haas und den Theodor Sechsel. Haas ist sehr interessant, das steht auch schon im Buch über die Geschichte der Quantenmechanik, dass Arthur Haas schon versuchte, das Plancksche Wirkungsquantum auf das Atommodell anzuwenden, schon bevor es der Bohr gemacht hat. Nun zum ersten physikalischen Institut, da war zu Beginn noch der Ernst Lecher, Egon Schweidler. Als Personal hatte er eben Else Nolst zeitlang, Robert Ettenreich und dann Josef Mattauch später, der sich dann mit Massenspektrographie beschäftigt hat. Und die Franziska Seidel war natürlich. Sie ist die erste Physikerin an der Universität Wien mit akademischer Langzeitkarriere. Sie hat sich 1933 habilitieren können, hat Ultraschall- und Röntgenstrukturforschung betrieben und auch viel Lehre gemacht. Nun zum dritten physikalischen Institut. Hier war Felix Ehrenhaft der Vorstand. Er hat sich eben fast 30 Jahre mit der Messung der elektrischen Elementarladung beschäftigt und auch seine Mitarbeiter natürlich und ungefähr 30 Jahre lang auch mit der sogenannten Photophorese. Die werde ich dann gleich erklären. Mitarbeiter hatte er eben David Konstantinowski, Josef Mattauch, das war derjenige, der Ehrenhaft widerlegt hat. Und zwar, Mattauch hat 1925 auch Öltröpfchen gemessen und hat das gleiche Resultat herausgebracht wie der Millikan. Für Millikan war die Sache ja schon 1913 erledigt, aber Ehrenhaft hat weiter und weiter gebohrt, noch kleinere Teilchen genommen und noch kleinere und wollte zeigen, dass es ein kleineres Elementarquant der elektrischen Ladung gibt als das bekannte. Und in der Literatur hat man sich auch schon sozusagen mokiert darüber, dass die Wiener Schule die einzige auf der Welt ist, die eben auch glaubt, dass es Subelektronen gibt. Und ich muss noch dazu sagen, dass, ja, es kommt gleich noch eine Folie über Ehrenhaft, dann sage ich mehr dazu. Auch war bei ihm die Marie-Anna Schiermann, das war die erste Frau an der Philosophischen Fakultät und auch natürlich in der Physik, die um Habilitation angesucht hat. Sie wurde abgelehnt, obwohl sie eigentlich sehr tüchtig war, internationale Erfahrung hatte und sie hat dann ihr privates Labor für Hochvakuumphysik und Elektromedizin gegründet. Interessante Dissertationen bei Ehrenhaft: Erich Schmidt, Johann Schädling, der dann die medizinische Physik übernommen hat später, Brownsche Bewegung, Selenkugeln, Größenbestimmung, Ottmar Breining,
Magnetophorese an zerstäubtem Silberstahl. Da gab es auch noch andere, Theodor Sechsel oder auch der Mattauch hat natürlich bei Ehrenhaft dissertiert, schon 1920 über die Photophorese. Zur Photophorese selber, ja, da haben wir Spezialisten sitzen. Ehrenhaft hat bei seinen submikroskopischen Teilchen entdeckt, das war eigentlich Ultramikroskopie, das er betrieben hat, dass sich die Teilchen manchmal mit dem Licht bewegen, was irgendwie logisch ist. Wenn hier sozusagen Erwärmung auftritt, dann stoßen die Gasatome da an das Teilchen und es bewegt sich in die Richtung. Das hat er genannt lichtpositiver Probekörper. Aber erstaunlicherweise hat er auch gesehen, es gibt Teilchen, nämlich eher kleine Teilchen, die gehen gegen den Lichtstrahl. Und das hat er lichtnegativer Probekörper genannt. Und da muss man sich das so vorstellen, dass über den Fokuskegel es an dieser Stelle warm wird und die Gasteilchen dann das Teilchen da erwärmen und wegstoßen. Beziehungsweise es könnte auch sein, bei durchsichtigen Teilchen, dass Überbrechung hier, das Licht sich hier fokussiert und es hier zur Erwärmung kommt. Ist das soweit verständlich? Ja, okay. Da haben wir Spezialisten sitzen, ja. Ja, okay. Das ehrenhafte Experiment haben wir auch in der historischen Sammlung noch. Ja, jetzt erzähle ich das eigentlich. Ehrenhaft hat eben da den Kondensator und einzelne Teilchen beobachtet, die können, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, in richtiger Weise können emporgehoben werden oder wenn kein Feld ist, fallen die Teilchen aufgrund der Gewichtskraft hinunter. Wenn man das quantifizieren will, braucht man eben den Radius A, das spezifische Gewicht S, die Viskosität der Luft, μ genannt, das ist durch das Stokesche Gesetz gegeben. Gut, Gewichtskraft, Feldstärke sind klar. Und Ehrenhaft hat einen sehr kleinen Kondensator verwendet, einen, wo die Platten nur 2 mm auseinander sind, das sind hier diese 2 mm da, ja, das ist ein Kondensator. Nur zur Erinnerung, der Millikan hatte 16 mm Abstand, hatte natürlich viel längere Wegstrecken zur Verfügung. Ah ja, da kommt jetzt eine interessante Folie. Ein Vergleich Ehrenhaft-Millikan. Millikan hat große Öltröpfchen genommen bei seinem erfolgreichen Experiment, nicht im Mikrometerbereich, so groß waren die Tropfen. Ehrenhaftstropfen waren so klein im Vergleich. Und Ehrenhaft hat natürlich diese Metallkolloide angeschaut, das heißt, er hat immer im elektrischen Lichtbogen hat er zerstäubt, Silber, Gold, Platin, auch Quecksilber hat er zerstäubt. Später hat er dann auch noch Selen verdampft. Und er hat eben, das sehen wir da gleich an der Formel, in dieser Formel für die Elementarladung kommen eben dieses μ, die Viskosität der Luft vor, das spezifische Gewicht oder die Dichte der Teilchen, wo natürlich ich die Masse und den Radius oder Durchmesser wissen muss und dann diese Geschwindigkeiten des Steigens und Fallens. Und er hat in der Regel eher zu kleine Ladungen herausbekommen, das weiß man eigentlich mittlerweile. Einerseits hat die Brownsche Bewegung gestört, dann waren seine Kugeln aus dem Lichtbogen hohl, teilweise hohl, das soll hier angedeutet sein. Selbst wenn der Durchmesser gestimmt hat, die Dichte hat nicht gestimmt. Das heißt, wenn man da jetzt ein zu großes spezifisches Gewicht einsetzt, ist klar, wird die Masse, da die elektrische Ladung viel zu klein. Da gibt es ein Video von Professor Stangler, da kann man das nachschauen, wie das erklärt wird. Es gab natürlich Radiometereffekte. Und für Millikan war die Sache 1930 erledigt, für Ehrenhaft hat es so 1914 dann erst richtig begonnen. Er hat zunächst nicht die Viskosität der Luft korrigiert, ist aber dann draufgekommen, das ist essentiell. Und was er dann gemacht hat, der Ehrenhaft, er hat teure und komplizierte Experimente gemacht, sodass der Ernst Lecher gesagt hat,
ehrenhaft, kann niemand widerlegen, weil er macht eben so teure und komplizierte Experimente, Gasreinigung, Trocknung der Luft, Sauerstoff, ja, Trocknung der Luft mit Natrium und so weiter. Und er hat dann den Kondensator erstens evakuierbar gemacht und zweitens auch unter Druck setzen können, bis 20 Bar. Das haben dann seine Leute gemacht, so in den 1920er Jahren. Er hat eben bis 1938 Leute messen lassen, obwohl eben, wie gesagt, Josef Martauch ehrenhaft 1925 widerlegt hat. Ehrenhaft musste dann in der Zeitschrift für Physik gegen den eigenen ehemaligen Dissertanten vorgehen und argumentieren, ja, sie haben nicht recht und so, aber es war klar, Martauch hat sozusagen das Ergebnis von Millikan reproduzieren können. Ja, Ehrenhaft war auch mit Einstein befreundet. Einstein hat in Ehrenhafts Haus gewohnt, in der Grinzinger Straße 70. Dieses Haus wurde ein Zentrum internationaler Wissenschaftler. Da gibt es diese Gedenktafel, 1921 bis 1931 ist korrekt. Und es gab da interessante Abende, das zeige ich gleich, und Einstein hat da auch was Nettes eingetragen. Denkt auch manchmal an den Alten, der einst Predigt hier gehalten, drauf Frau Hofrat unerschüttert hatte Bonzenschar gefüttert. Mann, Weib, Tochter und der Sohn liefen stets zum Telefon. Phrasen selbst bei Diplomaten, alle restlos freundlich taten, hörten Picard auch berichten seine gruseligen Geschichten. Schönes habe ich viel erfahren, werd's im Sinne stets bewahren. Albert Einstein. Oder, ja, auch sogar der Millikan hat dieses Haus besucht, 1931. Hier sehen wir Millikan mit seiner Frau, Olga Steindler Ehrenhaft, die Frau Ehrenhaft und die Tochter Ehrenhaft selber. Und obwohl es in der Literatur einen Riesenstreit gab zwischen Ehrenhaft und Millikan, es wurden 700 Arbeiten über die Elementarladung, Messung der Elementarladung gemacht insgesamt, gab es keine persönlichen Rivalitäten. Ja, und hier ist jetzt dieser gemütliche Abend mit dem Doktorquartett im Hause Felix Ehrenhaft, auch am 13. Oktober 1931, nicht? Ehrenhaft im Hintergrund, Einstein an der Violine. Und jetzt wird es noch interessanter. Einstein steht hier, trägt vor, und da sehen Sie, das ist der Picard, glaube ich, da ist Millikan, Hans Diering, und hier steht Ehrenhaft, den können wir noch einringeln. Ja, das ist in diesem Hörsaal, wie er noch nicht renoviert war. Einstein hat für Ehrenhaft auch etwas getan. Er hat ihm ein Empfehlungsschreiben geschrieben für seinen großen Magneten, den er sehnsüchtigst haben wollte. Ehrenhaft war ja äußerst geschickt beim Einwerben von Mitteln. Also er hat so viel Geld eingeworben wie keiner damals. Und dieser Magnet, ja, hatte diese Steuerung, die Schaltschützen hier, wurde 1933 hier im Haus installiert. Auch mit Generator, 40 Kilowatt Generator, der hat also 200 Ampere produziert. Und so nebenbei, ich habe damit 20 Jahre lang gemessen mit dieser Anlage, aber das war nicht so einfach. Gut, dann zum zweiten physikalischen Institut. Hier hatte Gustav Jäger zunächst das Sagen, später ist Egon Schweidler nachgefolgt. Personal hat der Eduard Haschek, Adolf Smekal war zeitlang. Smekal stand auch im Dunstkreis von Hans Diering, hat auch quantenmechanische Arbeiten geschrieben und hat sozusagen das, was man heute Raman-Effekt nennt, vorausgesagt, nämlich die inelastische Streuung von Licht an Molekülen. Georg Stetter war auch im zweiten und Gerhard Kirsch. Ja, ein Denkmal für Gustav Jäger ist eben dieser
Gustav-Jäger-Park um das Technische Museum heute. Nun zum Radiuminstitut, das ich nicht weglassen kann, weil es ja dann in der Kriegszeit verwandelt war und später ja teilweise zur Universität gekommen ist. Eigentlich gab es zunächst nur drei permanente Stellen im Radiuminstitut, nämlich den Direktor, ersten und zweiten Assistenten. Und seit 1927 gab es dann eine Extrastelle für eine wissenschaftliche Hilfskraft. Die hat dann damals gleich die Bertha Kali gehalten. Und alle anderen Mitarbeiter waren entweder unbezahlt oder nur gelegentlich bezahlt und manche haben auch ein Stipendium erhalten. Und eben dieses weitere Personal war eben dann Elisabeth Kara-Michalowa, Marietta Blau, Elisabeth Rona, die später dann beim Manhattan-Projekt mitgearbeitet hat, Franz Urbach, Hertha Warmbacher, Bertha Kalik. Hier sehen wir die Hertha Warmbacher im Radiuminstitut, so hat es ausgesehen. Nun eine weitere Stichprobe. Die Vienna-Cambridge-Kontroverse. Die Wiener haben nicht, also es ist ja bekannt, dass Rutherford in Cambridge das Sagen hatte bei der Erforschung der nuklearen Prozesse. Und ab so 1923 haben die Wiener ihm das streitig gemacht und im Laufe der Jahre dann behauptet, sie können alle leichten Kerne zertrümmern. Das haben die in Cambridge nicht zusammengebracht und dann ist endlich einmal der Kartwig nach Wien gekommen, hat das Radiuminstitut besucht und eben diese Zintillationsmethode, so wie man Teilchen gezählt hat damals, hat überprüft. Das war eben in der Atomzertrümmerungsgruppe um Hans Petersen. Der war der Spiritus Rector, der also die Ideen hatte, was machen wir, hat auch sehr viel Geld eingeworben. 30.000 Schwedenkronen. Die Rockefeller Foundation hat er angeknabbert, also er hat da 150.000 Schilling damals sozusagen aus Amerika erhalten. Und das Ergebnis dieses Besuchs war, das, was die Wiener behauptet haben, C12 kann man zertrümmern, das geht nicht. Und man ist draufgekommen, die Frauen, die damals zählten auch, wenn der Polonium-Alpha-Strahler komplett abgeschattet ist. Und man hat gesehen, es gibt auch einen Einfluss radioaktiver Verunreinigungen. Diese Kontroverse ist sozusagen zugunsten Cambridge ausgegangen. Die haben natürlich auch was gelernt, dass es unbedingt notwendig ist, elektronische Zähler zu entwickeln. Hier sehen wir dann ein Bild der Bunsen-Tagung. Da haben wir eben den Kartwig, den Geiger, Ernst Rutherford, Stefan Meyer, Karl Gschibram hier. Dann haben wir den Hevesi und die Frau Geiger, die Lise Meitner hier und den Otto Hahn. Ja, Georg Stetter und Ewald Schmidt haben sich das zu Herzen genommen, haben versucht, was Elektronisches auf die Beine zu stellen, wie zum Beispiel dieses Röhrenelektrometer zur Untersuchung von Protonenstrahlen. Man hat da Ionisationskammer und die Ladungen, die da entstehen, die wirken dann auf die Gitterspannung und über die Triode wird das verstärkt und da gibt es ein Seitengalvanometer, interessanterweise. Das Ganze hat drei Stufen. Hier ist das Seitengalvanometer, das dann ausschlägt. Was das Seitengalvanometer ist, sehen wir hier. Das haben wir in unserer historischen Sammlung. Ein Magnet ist eine Seite gespannt, die leitfähig ist. Und wenn da irgendein Impuls über diese leitfähige Seite kommt, ein elektrischer Impuls, kann man hier dann durchschauen durch die Optik. Man sieht die Seite schwingen. Die schwingende Seite kann man sogar mit so einem fotografischen Registrierapparat aufnehmen und auf Film bringen. Dann kriegt man halt diverse Signale. Im Prinzip konnte man mit sowas auch ein EKG aufzeichnen. Darum hat der Wilhelm Einthoven damals 1924 den Nobelpreis für Medizin erhalten,
1906 wurde unseres angeschafft. Ja, hier sehen wir Georg Stette im Radiuminstitut 1933, der also sehr aktiv war im Radiuminstitut auch und im zweiten Physikalischen Institut. Kurz ein Blick auf Marietta Blau, sie ist ja sehr bekannt, hat eben diese Zertrümmerungssterne entdeckt. Am Foto sehen Sie weniger Spuren, das ist druckbedingt hier in der Theorie, also am Foto sieht man eigentlich viel mehr. Zusammen mit Hertha Warmbacher hat sie das entdeckt und sie hat sogar den Ignaz-Lieben-Preis erhalten und wollte dann um eine permanente Stelle ansuchen. Sie hat sie aber nicht erhalten, weil sie eine Frau und eine Jüdin ist und das ist zu viel des Guten. So berichtet uns der Leopold Halbern. Ja, Bertha Kallig, da wissen eh alle sehr viel, daher halte ich mich kurz. Sie hat sich mit der Szintillationsmethode beschäftigt, war eine Zeit lang in England bei William Breck, war dann eben ab 1933 erst wissenschaftliche Hilfskraft, hat sich mit Lumineszenz auch beschäftigt, konnte sich habilitieren und hat während des Zweiten Weltkriegs das Astat, das Element Nummer 85, entdeckt als ein Produkt des natürlichen radioaktiven Zerfalls. Dazu muss man sagen, das Element durfte sie nicht benennen, weil ja schon 3 Jahre früher, circa 1940, in Amerika an der University of California Astat künstlich erzeugt wurde. Nun zur Periode 1938-1945, Nazi-Regime in Österreich. Nur wenige Tage nach dem Anschluss wurden eben schon die Personen jüdischer Abstammung und politisch unzuverlässige Personen entlassen. Stefan Mayer, Karl Gschibram, Marietta Blau, Elisabeth Rona, Franz Urbach, Felix Ehrenhaft, David Konstantinowski. Hans Diering war politisch unzuverlässig, er war Pazifist. Friedrich Kottler wurde entlassen und Eduard Haschek bekam Hausverbot. Und da schreibt Marietta Blau an Barnett 1938, nicht? Ich hätte nie gedacht, dass sich die Leute in Wien wie Kirsch, Stetter, Schindelmeister, der wird jetzt Dozent, so benehmen werden, besonders da Professor Mayer zu ihnen immer wie ein Vater war. Sehr anständig soll Professor Diering und Franziska Seidel sein, die Professor Mayer immer besuchen, ganz abgesehen von Bertha Kallig, deren Charakter man ja immer kannte und für die man sich sogar fürchten muss, weil sie sich so einsetzt. Mayer hat sich damals in Bad Ischl aufgehalten. Habilitationen um die Kriegszeit gab es natürlich auch. Josef Schindelmeister, Richard Herzog ist deshalb auch interessant, weil sich der spätere Professor Higatzberger, Michael Higatzberger, die Dissertation bei ihm gemacht hat. Gut, Hertha Warmbacher, Jenschke, Paul Urban, Schädling und Karl Lindner 1949. Ja, es war im Dezember 1938, als Otto Hahn und Fritz Strassmann die Kernspaltung entdeckten von Uran. Und das hat in Wien natürlich auch eine enthusiastische Aufbruchsstimmung erzeugt, so wie uns damals Professor Lindner in seinen Vorträgen schon berichtet hat. Georg Stetter hat auch Otto Hahn 1939 besucht und Stetter erhielt außerdem, er war im zweiten Physikalischen Institut, einen Kernforschungsauftrag im Rahmen des Uranvereins. Der Uranverein war sozusagen ein Verbund von verschiedenen Instituten, deren Ziel es war, die technische Nutzung der Kernspaltung zu realisieren. Man hat in Wien eben Wirkungsquerschnitte, Energien und Massen der Uranbruchstücke festgestellt, schnelle Neutronen gemessen. Das heißt, in Wien, man hat zu den Ersten gehört, die das gemacht haben, aber waren nicht ganz an vorderster Stelle. Und eben im Frühling 1943
ist das Vierjahresplaninstitut für Neutronenforschung gekommen. Dadurch hat Städter etwas Mittel für die Forschung erhalten in dieser wirtschaftlich schlechten Kriegszeit. Er konnte einen Neutronengenerator planen. Interessanterweise wurde der auch bezahlt, aber nie geliefert. Also, das ist eine andere Geschichte. Aufgrund der Kriegswirren wurde der nie geliefert. Und schon im Jänner 1944 zeichnete es sich ab, dass man den Krieg eben verliert und man hat eben dann Bestände des Instituts nach Schwalmbach in die Wachau transportiert oder die Radiumquellen in die Halleiner Salzmine oder wertvolle Ausrüstung nach Dummersbach nahe Zell am See. Außerdem hat Städter sein Patent Uranmaschine eingereicht. Das ist nichts anderes als ein Patent für einen Kernreaktor, Kernspaltung, so wie man es dann auch realisiert hat nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip. Er hat es in Berlin eingereicht. Das Patent wurde dann 1961 in Österreich neu erteilt und ist bis 1971 gelaufen und wurde dann von der Österreichischen Gesellschaft für Studiengesellschaft für Atomenergie erworben. Ja, ich kann da nicht allzu genau eingehen. Man muss natürlich sagen, 1938, ein paar Tage nach dem Anschluss, ist zum Beispiel schon ehrenhaft von Kollegen im Institut drangsaliert worden. Man hat ihm von allen seinen Räumen die Türen zugenagelt, so schreibt Braunbeck, ein Autor eines Ehrenhaft-Buches. Man hat ihm die Schlüssel abgenommen, da soll Städter sozusagen an vorderster Front gewesen sein. Ein paar Tage später hat man dann den Ehrenhaft in seiner Stadtwohnung überfallen, ihm das Bargeld abgenommen, ihn mit der Waffe bedroht, man hat ihn im WC eingesperrt, in einer Telefonzelle eingesperrt und hat dann ja, er hatte seinen Job verloren, ist quasi über Nacht. Und er brauchte praktisch ein Jahr, bis er wirklich emigrieren konnte. Mit Hilfe seiner internationalen Beziehungen ist er dann über London nach New York ausgereist. Und Sie wissen, er ist dann nach dem Krieg wieder als US-Gastprofessor zurückgekommen. Ja, noch weitere Gräuel der Nazi-Zeit, also das kennen Sie, den Mord auf der Philosophenstiege 1936, wo Moritz Schlick ermordet wurde, ein Protagonist des Wiener Kreises. Ich sage es nur, es sind leider fast keine jungen Zuhörer da, aber ich muss ehrlich sagen, mir war das bis vor einiger Zeit nicht so bewusst, bis vor einigen Jahren. Bin da oft drüber gegangen, habe es zwar gelesen, aber es hat mir nichts gesagt. Mittlerweile sagt es mir sehr viel, daher will ich das unbedingt sagen, auch wenn sozusagen die jungen Studierenden da nicht heute sind. Oder gleich nebenan in der Chemie wurden die Assistenten Dr. Kurt Horeschi und Dr. Hans Vollmer von ihrem Professor erschossen, als sie eine Art Elektronenmikroskop retten wollen. Also wie mir Professor Kahnthal erzählt hat, war das eh nur so eine Glasapparatur, weil Vakuum konnte man damals nur in einem Glas machen. Jedenfalls die Stimmung war sehr aufgeschaukelt. Die Leute waren bewaffnet und so. Dadurch kam es zu solchen Vorfällen. Jetzt ein Blick auf die Nachkriegszeit. Die Physik für Mediziner an der Physik wird aufgelassen, weil die Mediziner eine eigene Vorlesung Physik für Mediziner beantragt haben und später dann 1952 sogar ein eigenes Institut für Medizin. Das ist interessant, unser Nobelpreisträger Viktor Franz Hess hat von 1908 bis 1920 die Physik für Mediziner an der Tierärztlichen Hochschule gelesen. Er war sogar Vorstand dieses Instituts dort. Später hat auch, oder eigentlich immer wurde Physik für Medizin auch hier angeboten, seit Kunzeck. Der Ernst Lecher hat es laufend gelesen, Experimentalphysik für Mediziner und Lehramtskandidaten. Und
Das wurde dann von Stefan Mayer zwei Semester übernommen, dann von Egon Schweidler und Franziska Seidel hat es einige Jahre gemacht, nach dem Krieg Eduard Haschek und dann, als der Ehrenhaft wieder da war, Ehrenhaft und der Fritz Hauer. Fritz Hauer war auch ein Absolvent von Franz Serafin Exner, hat das auch gemacht und dann die Physik für Mediziner wurde hier gelesen in diesem Haus, dann aber an der medizinischen Chemie in der Währinger Straße 10 und dann in die Währinger Straße 13 verlegt, wo auch das neue Institut dann war. Dann hat es der Johann Schädling gelesen, der dann auch Fritz Hauer in der, na sowas, auf Hess folgte Fritz Hauer an der Tierärztlichen und an der Tierärztlichen Hochschule war dann die Gertrud Keck. Sie ist auch, hat hier studiert, die Frau Gertrud Keck, und hat aber in der medizinischen Physik ihre Dissertation gemacht. Und wer die Webseite Lise Meitners Töchter kennt, da steht auch Gertrud Keck drauf, eine wichtige Physikerin. Ganz was Interessantes in der Nachkriegszeit, Ehrenhaft war nach wie sehr, sehr aktiv. Er hat eine Reise auf den Sonnenblick gemacht. Ja, wozu braucht er das? Fotophorese, da braucht man für die Fotophorese ein ganz starkes Licht. Das ist Sonnenlicht. Im Spätsommer 1950 war das. Auf einem Pferd ist er halt das erste Stück geritten und als dann der Gletscher kam, da wurde der Ehrenhaft, der ist ja da ganz massiv, auf einen Schlitten gelegt und seine Mitarbeiter haben ihn über den Gletscher gezogen. Und da oben haben sie dann Experimente gemacht mit einem Heliostaten. Ja, wir haben so einen Typ des Heliostaten, möglicherweise war es sogar dieser Heliostat oder auch ein anderer, ein Zweitgerät. Haben sie das Sonnenlicht ortsfest da in dieses Glasbirne geleitet und da haben sie gesehen, wie Graphitstäubchen herumtanzen in geschlossenen Kreisbahnen oder in einer Helix und so weiter. Ich zeige dann gleich noch ein Bild. Und auch hier, man konnte das jetzt, also anders wie bei submikroskopischen Teilchen, konnte man bei Graphit das sozusagen schon mit der Lupe beobachten oder mit dem Fotoapparat, hier zusammen mit Ernst Reger. Ja, und sowas hat man gesehen, also sehr interessante Teilchen, so Spiralen, geschlossene Bahnen. Und da hat sich der Ehrenhaft gedacht, er hat eine neue Kraft entdeckt, da ist eine Wechselwirkung zwischen Licht und Teilchen, das ist wäre eine neue Kraft, genauso wie er postuliert hat, die magnetischen Monopole und so weiter, die Zerlegung des Wassers durch Magnetolyse, aber da will ich nicht eingehen, weil das war alles sozusagen Schrott, würden wir heute sagen. Aber das war sehr interessant und da war auch zum Beispiel Hans Thiering fasziniert. Der Ehrenhaft hat da verschiedene Artikel geschrieben, zum Beispiel über den Tanz der Sonnenstäubchen und früher schon, er war ja sehr geschäftstüchtig und auch für die Publicity geeignet. Oder er hat früher schon geschrieben über die Physik des Millionstel Millimeters oder über den Kosmos im Kleinen. Also er hat sich gut verkauft, der Ehrenhaft. Das war natürlich nicht nur seine Beziehung zu Einstein, der ja auch wieder gefragt wurde, ob man ihn überhaupt als Gastprofessor nehmen sollte. Und Ehrenhaft hatte ja über seine Frau damals, wie er jünger war, auch gute Beziehungen zum Unterrichtsministerium. Ja, Ehrenhaft karikiert von Bertha Kalik hier mit den Subelektronen. Das Elektron kennt jedes Kind, der Ehrenhaft was anderes findet. Also ein Bild, das im Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zu finden ist. Erwin Schrödinger kehrt zurück 1956 hier mit Frau. Er erhält eine Art Personam. Professur in der Theorie. Es gibt ja jetzt noch im vierten Stock das Erwin-Schrödinger-Zimmer mit dem Erwin-Schrödinger-Schreibtisch. Das Bild ist auch von der Zentralbibliothek. Ja, und jetzt noch einmal zurück zu Ehrenhaft, noch einmal zu den Magneten.
von mir fotografiert, 1986. Der Magnet war finanziert von der Notgemeinschaft der deutschen Forschung. Diese Notgemeinschaft hatte das Recht, wenn sie den Magneten braucht, kann sie ihn wieder zurückhaben. Und das ist passiert schon am 12. Februar 1938, vermutlich auch aus Bosheit, weil er ehrenhaft jüdische Abstammung hatte. Jedenfalls ist aber nichts passiert. Der Magnet kam in der Nazizeit einfach an Städter, da ist auch nichts passiert. Erst 1945 wurde er am HVLK in Innsbruck installiert, nämlich für Messungen der kosmischen Höhenstrahlung. Man hat dort eine Nebelkammer gehabt und wollte im Teilchen ablenken. Die Johanna Pohl-Rühling hat damit gearbeitet, im Team von Professor Steinmaurer. Und leider Professor Stangl ist nicht da. Er hat diesen Magneten, dieses wuchtige Ding, entdeckt als Beschwerungsgewicht der HVLK-Seilbahn. Hat erkannt, was für wertvolles Stück das ist, und hat organisiert, dass dieser Magnet wieder zurück nach Wien kommt. Dieser Rücktransport war eben 1963. Mittlerweile hat ja Professor Stangl sein Tieftemperaturphysiklabor angebaut im Hof, und dort wurde der Magnet aufgestellt, und ich habe damit von 1982 bis 2002 gemessen. Ich kann sagen, ich habe mit einer Apparatur gearbeitet, die von Albert Einstein empfohlen wurde. Leider, das Empfehlungsschreiben ist gerade verschollen in der Bibliothek, aber wir sind immer noch am Suchen. Ja, hier der Magnet im Tieftemperaturphysiklabor von 1964 bis 2004. Er wurde leider verschrottet. Leider haben wir das damals nicht dem Technischen Museum mitgeteilt, weil die haben eine Menge von den ehrenhaften Apparaturen, da hätte das gut dazu gepasst. Hier ist dieser Schaltschütze, der eben einen Strom von 200 Ampere gefahrlos und sicher unterbrechen konnte. Aha, oh, jetzt bin ich noch weit hin. Ja, 1951 gab es einen Wechsel im Zweiten Physikalischen Institut. Karl Pschibram, der für die Verfärbung von Kristallen bekannt war und Lumineszenz, ging in Pension, und Erich Schmidt kam hier mit seiner Frau Margarete, ein Metallphysiker. Er hat mitgebracht die Feldelektronenmikroskopie und sicher auch dieses Tier, das ist eine Feld Ionenmikroskopie, das heißt, da hat man einfach eine zum Beispiel feine Wolframspitze, eine Hochspannung zu einem Leuchtschirm, und man hat ein Edelgas dazwischen, die Spitze ist positiv geladen und Ionen werden dann, also die Edelgasatome werden ionisiert und beschleunigt zum Leuchtschirm, und jeder helle Punkt entspricht hier einem Atom. Das war das erste Mal sozusagen das Gefühl, dass man sozusagen den Atomen auf den Leib rückt, dass man sie sehen könnte irgendwie. Ich meine, nach 1960 haben viele geglaubt, man kann nie Atome sehen, weil das halt nicht geht aus grundsätzlichen Gründen. Schmidt hat natürlich auch die Verformung der Einkristalle aufgeklärt. Bekannt ist eben das Wurstscheibenmodell hier in unserer Lehrmittelsammlung oder hier in seinem Buch, oder das haben wir als Glasplattentier auf Phaedra. Eben, wenn ich einen Einkristall verforme, in die Länge ziehe, dann erhalte ich eben so eine Art Stapel von Wurstscheiben. Von Schmidt haben wir auch eben seine Dehnmaschine hier, die Bolanische Dehnmaschine, oder diese Festigkeitsmodelle oder Erstarrungsproben. Hier vermutlich ein Aluminium-Silizium-Eutektikum, oder das dürfte Magnesium sein vom Gewicht her. Ja, Schmidt und Lindner waren ein Team hier. Sie haben sozusagen Kernphysik und Metallphysik miteinander verbunden. Es ist auch das Buch Werkstoffe des Reaktorbaues entstanden. Dann haben wir den 70. Geburtstag von Franziska Seidel mit Georg Stetter hier 1962,
Und nun zu diesem Hörsaal, wie er früher ausgesehen hat, die weißen Bänke markant, die schmale Tafel, die Schalltafeln, hier dieses ganze Equipment fürs Experimentieren oder, ja, das sehe ich jetzt nicht, da sind keine großen Fenster, da auch nicht, aber die hat es hier gegeben. Dann hat es eine Wendeltreppe da draußen gegeben im Vorbereitungsraum. Das ist ein Blick von da draußen da herein. Das, ja, Dr. Tilgen glaubt, das stimmt, ja. Das muss so sein, weil man sieht hier genau sozusagen die Nuten für die Tafelführung. Ja, und hier der Schildbürgerstreich, man hat die großen Fenster zugemauert. Heute will man sie wieder rückbauen. Ja, alles klar soweit. Und ja, hier sehen wir die vier Vorstände im ersten physikalischen Institut. So hat eben die Experimentalphysik bis 1977 geheißen. Das Institut, das sozusagen auf das physikalische Kabinett zurückgeht. Hier eben Breining mit der Aerosolphysik, Michael Higgertsberger, der eben für Seibersdorf auch für den Aufbau verantwortlich war, Reaktorphysik gemacht hat, das Buch Physik in 700 Experimenten geschrieben und organisiert hat, Professor Weinzierl mit der Neutronenstreuung und Flüssigkeitsphysik und Hans Wahaneck, Phasenübergänge, Kristallzucht und so weiter hat er gemacht. Weinzierl hat mit Drosk das Buch geschrieben, Lehrbuch der Nuklearelektronik. Ja, hier die Vorstände des zweiten physikalischen Institutes. Also bis 1977 hat man sozusagen kollektiv das Institut geführt. Karl Lindner, der eben für Metall und Legierungen gestanden ist, Stangler für die Tieftemperaturphysik, Metallphysik bei tiefen Temperaturen, Halbleiterphysik, Professor Seeger und Gunter Schöck für die Plastizität und Versetzungslehre und so weiter. Ja, 1980 haben wir ein Foto da von Bertha Kallig und Erich Schmidt mit Ottmar Breining. Da ging es um ein Ereignis in der Aerosolphysik, da hat man was besichtigt. Ich kann jetzt nur stichprobenhaft von der Materialphysik damals herausgreifen. Sozusagen, man hat damals auch Forschungsschwerpunkte gemacht, eben mechanische, elektronische Eigenschaften, atomare Sprungmechanismen, Phasenumwandlungen, hat eben spezielle Messmethoden gehabt, eben Elektronenmikroskopie, Positronenannihilation, das hat man jetzt aufgegeben, Mössbauer-Spektroskopie gibt es jetzt auch nicht mehr, Raman- und Fourier-Spektroskopie, Röntgenlinienprofilanalyse ist nach wie vor sehr wichtig, Röntgen- und Neutronenstreuung, laseroptische Verfahren, ja. Ja, und dann sind wir schon bei der heutigen Fakultät, da suche ich auf diese Webseite zu schauen, physikuniwi.ac.at, da findet man dieses. Man findet einerseits die Arbeitsgruppen, die sozusagen aus den Instituten entstanden sind und hier haben wir fünf Schwerpunkte, das letzte gehört da eigentlich nicht dazu. Und ich gehe jetzt in den Schwerpunkt Complex Nanoscale Matter und zeige Folgendes, da hätte der Ehrenhaft seine Freude gehabt, nämlich das Auflösungsvermögen von Mikroskopen. Nicht Ehrenhaft, der war da, Lichtmikroskop. Er hat aber Teilchen gehabt, die sich bewegt haben in dem bis daher nicht. Also er hätte schon ein Elektronenmikroskop gebraucht. An dieser Stelle danke ich Janik Meyer für die Überlassung dieser Folie. Ja, da geht es dann weiter eben mit Elektronenmikroskopen. Die werden natürlich immer komplexer, komplizierter und das ist der letzte Schrei hier nicht. Man hat eine Auflösung unter 1 Angström. Und wir werden schauen, ob das wahr ist, ob wir das hier auch haben. Da folgt jetzt eine Reise zu den Atomen, eine Bilderreihe von Clemens Mangler. Auch aus der Arbeitsgruppe Meyer und Mitarbeiter. Wir haben hier ein Scheibchen, so ein TEM-Grid, das hat 3 mm Durchmesser. Ja.
Das kann man mit dem Smartphone fotografieren, das ist soweit nicht aufregend. Man kann es eben weiter heranzoomen, man kann es mit der Fotokamera aufnehmen. Dann sieht man, dass hier so ein Raster drauf ist, der ungefähr so ein Zehntel Millimeter haben diese Quadrate Seitenlänge. Und das kann man weiter vergrößern. Das sieht dann im Lichtmikroskop dann bei hundertfacher Vergrößerung so aus. Das ist jetzt sozusagen eine Goldfolie, die so geschnitten ist. Und drüber gibt es dann eine amorphe Kohlenstofffolie. Wenn wir da mit dem Lichtmikroskop weiterarbeiten, dann sehen wir schon ein bisschen eine Struktur. Diese Kohlenstofffolie hat Löcher mit einem Durchmesser von ca. 1 Mikrometer. Und das können wir weiter vergrößern. Dann nimmt man schon ein einfaches Elektronenmikroskop. Das ist jetzt Dunkelfeld. Das andere war Hellfeld. Jetzt ist wieder Hellfeld. Und man nimmt es weiter auf, wird immer größer. Und hier sieht man zum Beispiel, hier ist die Kohlenstofffolie abgerissen. Das ist nur Schmutz hier. Hier ist wieder Dunkelfeld. Und wir gehen jetzt in diese schöne Stelle, versuchen wir hinzukommen. Und da sehen wir auf einmal irgendwie so eine Struktur. Und das wird jetzt immer größer. Und dann sehen wir sind jetzt auf 50 Millionenfache Vergrößerung, also sozusagen 50.000 Mal mehr als der Ehrenhaft zusammengebracht hat. Und das ist Graphen auf einer amorphen Kohlenstofffolie. Und hier haben wir, jetzt kann man einzelne Kohlenstoffatome sehen. Durch dieses Gaussche Weichzeichnungsfilter wird das noch ein bisschen mehr hervorgehoben. Das ist jetzt das, was die Elektronenmikroskopie wirklich leisten kann. Sie sehen also sehr schön diese Sechserringe des Kohlenstoffs. Das ist die Apparatur dazu, also ein bisschen aufwendig. Ja, hier sehen Sie eben die Autoren dieser Bilder. Ja, und jetzt bin ich sozusagen schon bei den Quellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, fragen Sie mich bitte.